Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung, hier reden zu dürfen. Das ist für mich wirklich eine große Ehre und ein persönliches Anliegen. Ich werde jetzt keinen großen Widerspruch leisten können zu dem, was bisher gesagt wird oder wurde. Auch ich finde natürlich, der Wirtschaftsstandort Österreich ist Flop und alles andere als Top. Ich versuche es ein bisschen in einer Bildsprache zu machen. Ich glaube, wir haben ein gemeinsames Bild, dass das nicht unsere Vorstellung des Zustandes des Wirtschaftsstandortes Österreich und der Wirtschaft in Österreich ist. Wir wissen aber auch, dass hohe Repräsentanten der österreichischen Wirtschaft oder beziehungsweise öffentliche Repräsentanten und Funktionäre das durchaus meinen. Stichwort abgesandelt ist heute schon öfter gefallen. Ich sage ein anderes Stichwort, Sanierungsfall, kommt auch immer wieder vor. Und wenn jetzt so fast hyperventilierend darüber geredet wird, dass wir ganz einen dringenden Sanierungsbedarf haben, dann gibt es immer nur eine Lösung dafür. Sofort muss etwas verändert werden. Veränderung bedeutet bei uns immer Reformen. Und Reformen ist sozusagen etwas positiv Besetztes offenbar. Grundsätzlich nämlich, in jeder grundsätzlichen Art. Und deswegen muss ganz schnell etwas passieren, und zwar ganz grundlegend, sonst wird unser Haus Österreich zusammenbrechen. Wenn man sich jetzt, es wird in Österreich ja sehr viel über faktenbasierte Politik gesprochen, heute haben wir schon sehr viel über Fakten gehört. Ich möchte das jetzt gar nicht wiederholen, kann ich auch gar nicht, was der Markus Matterbauer schon alles gesagt hat, aber in einer kurzen Zusammenfassung, es geht doch nicht, wenn man nur einmal drückt. Ah, jetzt, ja genau. Sehen wir einfach, so düster ist das Bild nicht, so wolkenverhangen ist es nicht. Österreich ist in vielen Bereichen im Spitzenfeld. BIP pro Kopf haben wir schon gehört, Arbeitsproduktivität, auch ein wichtiger Faktor, auf Platz 4 innerhalb Europas. Die Investitionen in F&E, ganz wichtig für ein Land, das sich hart einen Wohlstand erarbeitet hat und den wir beibehalten wollen. Ganz wichtig, dass wir hier Investitionen in F&E tätigen. Auch hier, nach einem jahrelangen Aufholprozess sind wir mittlerweile auf Platz 4 angelangt. Und letztlich die Globalisierung. Die österreichischen Unternehmen sind in der Welt angekommen, sind so vernetzt wie kaum andere. Es gibt den sogenannten Globalisierungsindex, der zeigt innerhalb von 192 Ländern, wie die einzelnen Länder abschließen. Und da ist Österreich ebenfalls auf Platz 4. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch diese klassischen Kritiken am Wirtschaftsstandort Österreich gibt. Drei an der Zahl. Das ist immer die Bürokratie, das ist immer die Abgaben- und Steuerquote und das ist letztlich auch immer die Arbeitszeitregelungen. So, fangen wir bei der Bürokratie an. Die Bürokratie wird mancherorts dann auch als Monster beschrieben, als Monster, das die Wirtschaft lähmt. Und ja, muss ich schon auch sagen, ich kann dem auch einiges abgewinnen. Ich möchte ein Beispiel dazu sagen. Wissen Sie, wie lange es dauert in Österreich, wenn man ein Unternehmen gründen will? Das ist sozusagen mein Background, ist immer mit den Unternehmen in engem Kontakt zu sein. Wissen Sie, wie lange es dauert? 25 Tage. 25 Tage, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick eh gar nicht so lang. Die europäische Zielvorgabe ist 3. 3 Tage. Ist das, was man sich wünscht. Und wir sind da gemeinsam mit Malta, Polen und Spanien, gehören wir zu den 4 Ländern innerhalb der Europäischen Union, die länger als 20 Tage benötigen, wenn ein Mensch ein Unternehmen gründen möchte und hier aktiv werden will. Und ich denke schon, dass es ja auch unser Interesse immer sein muss. Es sind potenzielle Arbeitgeber und die sollten wir bestmöglich unterstützen. Da können wir schon besser werden. Ein andere Stichworte sind Betriebsanlagengenehmigungen oder auch die Gewerbeordnung. Da ist ja einiges passiert. Die Regierung hat sich ja vorgenommen, die Gewerbeordnung doch deutlich zu entschlanken. Das, was man sich vorgenommen hat, hat man noch nicht ganz erreicht, aber es sind erste Schritte wirklich deutlich geworden, nämlich immerhin hat man eine Kategorie rausgenommen. Es gibt ja die regulierten Gewerbe und die teilregulierten Gewerbe hat es gegeben und die freien Gewerbe. Und die teilregulierten Gewerbe sind aufgelöst worden und die meisten davon sind auch zu den freien Gewerben gewandert. Das ist ein erster Schritt gewesen, da sind wir sicher nicht am Ende der Fahnenstange, aber immerhin. Der zweite Klassiker.
Die Steuern- und Abgabenquote gehört zu den höchsten in Europa und auch der Markus Matterbauer hat es ja schon ausgeführt, die Evidenzen dahinter und auch die Implikationen dahinter. Stimmt, wir befinden uns aber auch in einer ganz guten Gesellschaft mit Frankreich, Dänemark und Belgien. Dänemark gehört immerhin zu den Innovation-Leadern in Europa. Nichtsdestotrotz, auch da ist ja schon viel passiert, Stichwort Steuerreform. Hier hat es die ersten, wirklich aufgrund des Drucks, auch der Gewerkschaften, hier hat es die ersten notwendigen Maßnahmen gegeben und auch das aktualisierte Regierungsprogramm, muss man sagen, was steht denn da als erster Punkt drinnen? Als erster Punkt steht der Beschäftigungsbonus. Was bedeutet denn der Beschäftigungsbonus? Der Beschäftigungsbonus sagt ja, dass für zusätzliche Beschäftigung Lohnnebenkosten zu 50% für 3 Jahre refundiert werden. Für zusätzliche Beschäftigung, selbstverständlich für zusätzliche Beschäftigung, weil was ist es denn, was wir erreichen wollen? Natürlich mehr gut bezahlte Jobs. Und immerhin wendet die Regierung in den nächsten Jahren 2 Milliarden Euro dafür auf. Uns als Organisation, weil wir als Austria Wirtschaftsservice dürfen diese Förderung abwickeln, stellt das vor enorme Herausforderungen, um es einmal Ihnen ein Gefühl zu geben. Wir unterstützen derzeit ungefähr 5000 Unternehmen im Jahr. Mit dem Beschäftigungsbonus werden es 35.000 Unternehmen. Also Sie können sich vorstellen, dass bei uns die Organisation im Moment ziemlich knirscht. Wir sollten dieses Produkt und werden das auch ab 1. Juli anbieten können. Der dritte Punkt, die Arbeitszeit. Was soll ich Ihnen dazu erzählen? Sie haben da sicherlich eine ganz klare Position dazu und wir haben es ja heute auch schon von den Umfragen gehört. Zumal Sie als Betriebsrätinnen und Betriebsräte in Ihrem Unternehmen ja täglich gute Lösungen finden, im Sinne des Unternehmens und im Sinne aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist es ja, worum es geht. Es zählt doch, dass es hier ein gemeinsames Vorgehen gibt, das aber nicht zulasten nur eines Partners geht oder einer Partnerin geht, sondern natürlich, wo beide in einem fairen Austausch miteinander sein müssen. Und genau das ist das, was jetzt von den Sozialpartnern erwartet wird, wenn man sagt, sie sollen jetzt einen Vorschlag machen. So schwierig das ist. Ich bin davon überzeugt, dass es selbstverständlich Spielregeln braucht, von denen beide profitieren müssen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es zu einer Lösung kommen muss. Denn sonst passiert eine Mythenbildung. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Eine Mythenbildung, die bedeutet, dass die Arbeitszeitregelung, die scheinbar starre Arbeitszeitregelung, zum endgültigen Bremsklotz für die Wirtschaft hochstilisiert wird. Deswegen bitte ich wirklich darum, dass man hier eine gute Lösung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam mit den Unternehmen findet. Warum ich von solchen Mythenbildungen so überzeugt bin, liegt auch daran, weil ich das in meinem eigenen Wirkungsbereich erlebt habe. Ganz interessant, ist viel kleiner, ich zeige es Ihnen gleich, sage nur zuerst noch ein paar Worte zur Austria Wirtschaftsservice. Der Herr Minister hat schon gesagt, wir transferieren ungefähr 1 Milliarde Euro in die österreichische Wirtschaft zurzeit, vor allem dann, wenn sie investieren. Das wird viel mehr werden durch die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung, Investitionsoffensiven und eben der Beschäftigungsbonus. Das wird sehr stark ansteigen in den nächsten Jahren. Aber unser Kerngeschäft ist die Finanzierung von Unternehmen und zwar mit allen Finanzierungsvarianten, die es eben gibt. Kredite, Garantien, Zuschüsse und auch Risikokapital. Und da möchte ich gerne über die von mir angesprochene Mythenbildung ein Wort sagen. Risikokapital setzt man ja dann ein, wenn man sich einen hohen Ertrag erwartet. Deswegen habe ich auch vorher ein hohes Risiko. Das ist in der Wirtschaft besonders relevant bei jungen, schnell wachsenden Unternehmen. Wir haben in Österreich ungefähr 1000 solcher Unternehmensgründungen im Jahr. Von 40.000 insgesamt Unternehmensgründungen sind 1000 sogenannte schnell wachsende junge Unternehmen, die diese Form der Finanzierung brauchen können, damit sie eine bessere Eigenkapitalausstattung haben und das Wachstum bewältigen können. Und jetzt, ich bin sicher, Sie haben das alle schon gehört, in Österreich gibt es kein Risikokapital, schon gar kein privates. Das ist, kann man sagen, unter einer bestimmten Betrachtungsweise richtig. Das ist das, was immer zitiert wird. Risikokapitalinvestitionen österreichischer Fonds. Was da aber das Relevante ist, ist, dass es um den Sitz
der Risikokapitalfonds geht. Wo sitzen die? Und da sind wir wirklich schlecht. Da sind wir mit Rumänien, Ukraine, der Tschechischen Republik und Griechenland wirklich europäisches Schlusslicht. Aber ehrlich gesagt, worum geht's denn? Ist das Relevante, wo das Kapital sitzt, oder ist das Relevante, dass unsere Unternehmen finanziert werden? Und ich bin davon überzeugt, es geht darum, dass die Unternehmen finanziert werden. Und wenn man sich das anschaut, wie reüssieren denn die österreichischen Start-ups international betrachtet, dann schaut die Welt schon anders aus. Dann sind wir mit Finnland, der Schweiz, Schweden und Großbritannien ziemlich weit vorne. Das heißt, wir haben offensichtlich eine hohe Qualität bei unseren jungen Unternehmen, die es auch schaffen, diese Gelder international zu lukrieren. Und ich sage es euch ehrlich, ich erzähle diese Geschichte seit 2 Jahren, ich komme nicht durch damit. Ich komme nicht durch, man hört immer nur, es gibt kein Risikokapital. Darum erzähle ich es euch auch wieder, vielleicht kann ich den einen oder anderen dazu gewinnen oder die eine oder die andere wirklich auch darüber mal nachzudenken und nicht nur die eine Seite zu betrachten, nämlich die, die so kritisch ist, sondern auch zu sagen, wir haben Spitzenfirmen und die kriegen dieses Geld. Deswegen meine ich, dass wir Vorsorge treffen müssen, dass es nicht zu Mythenbildungen kommt. Und das, glaube ich, ist eine Gefahr bei der Arbeitszeitregulierung, dass wir hier immer nur die negative Schlagrichtung einem entgegengeschlägt und nie ein positives Bild gezeichnet wird. Es ist ja auch so, dass wir uns wirklich schwer tun, irgendwie stolz zu sein auf unsere Unternehmen. Wir sind immer stolz, wenn es um Sport geht. Besonders würden wir gerne stolz sein auf die Fußballer. Da tun wir uns halt ein bisschen schwer, weil sie halt nicht international in der ersten Spitzenklasse sind. Aber wir sind auf ihn stolz. Den kennen alle. Jedes Kind kennt ihn. Ganz Österreich ist stolz. Da entwickelt sich ein richtiger Nationalstolz. Ein Nationalstolz entwickelt sich, wo man sagt, der ist es. Der gewinnt 6-mal hintereinander den Gesamtweltcup und ist ein Medaillengarant. Und da sind wir wirklich, da gibt es auch so ein richtiges Wir-Gefühl. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben total tolle Unternehmen in Österreich. Wissen Sie zum Beispiel, dass wir 250 Weltmarktführer und sogenannte Hidden Champions haben? 250. Die sind nur durch ihre Qualität und ihre Innovationskraft an der Spitze, an der Weltspitze. Und das, wofür ich plädiere, ist, dass man sagt, sind wir doch nicht nur auf die Sportler stolz, sondern sind wir auf unsere Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Qualität ausmachen, sind wir stolz auf die. Und da gibt's, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, bitte nicht beleidigt sein, das sind nur einige wenige natürlich. Hier ist schon das erste, jetzt habe ich gar nicht gedruckt, aber das erste Doppelmayr. Den kennt man natürlich noch. Ja. Doppelmayr ist Weltmarktführer für Skilifte. Und man kann sich ehrlich gesagt kein Skigebiet vorstellen ohne Doppelmayr. Weiter kennt man auch KTM, Weltmarktführer, unangefochten Nummer 1 bei Motorrädern fürs Gelände. Palfinger beispielsweise, ja. Weltmarktführer aus Salzburg für LKW-Kräne. Oder auch Rosenbauer. Kennen wir natürlich auch, exportiert seine Feuerwehr-Spezialfahrzeuge in die ganze Welt. Dann gibt es aber welche, die kennen wir weniger gut. Und da komme ich jetzt zu meinem Lieblingsbeispiel, wenn Sie mir erlauben. Das ist ein österreichisches Startup namens Crystalline Mirror Solutions. Was haben die gemacht? Das ist wirklich interessant. Sie können sich vielleicht erinnern, vor einem halben Jahr ungefähr waren die Zeitungen voll, national und international, dass die Existenz der Einsteinschen Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Wer mit im Spiel war, war die Firma Crystalline Mirror Solutions mit Präzisionsspiegeln. Ja? Das weiß man schon nicht mehr so gut in Österreich. Oder auch so ein Hidden Champion, Easy, ausgehend vom Schlagobers und stellen sie ja Spezialdruckgaskapseln her und sind heute in Airbags in millionenfacher Ausfertigung in den Autos. Absolut Topspitze. Genau, auch einer, den man nicht so gut kennt, Teufelsberger. Seit 200 Jahren produzieren sie Seile aller Art.
Seile für Kräne, Schiffstaue, aber auch Erntegarne. Und schlussendlich ein Beispiel noch, Zitzala. Produzieren Scheinwerfer für Autos auch in absoluter Topklasse. Also das, worum es mir geht und warum ich diese Beispiele aufzeige, ist, wir haben allen Grund, auf diese Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz zu sein und nicht nur auf unsere Skifahrer. Wenn man von der einzelbetrieblichen Ebene weggeht und auf eine Branchensicht kommt, dann möchte ich auch nur zwei Branchen herausgreifen, die sehr technologieorientiert sind: Medizin und Biotechnologie. Wir sind hier an der Top-Spitze. Wir haben hier die Industrie, wir haben Startups, wir haben Wissenschaft, wir haben alle Ingredienzien, um einen hervorragenden Standort auszumachen. Wir haben mittlerweile 52.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Unternehmen tätig. Wir sind vor Finnland, Dänemark und Schweden die klassischen Innovationsführer innerhalb der Europäischen Union. Oder ein zweites Beispiel, Branchenbeispiel, die Umwelttechnologien. 700 Unternehmen, mehr als 30.000 Beschäftigte in diesem Bereich und in Sachen Wettbewerbsfähigkeit an fünfter Stelle, und zwar weit vor USA, China, Russland und knapp hinter Dänemark wiederum einem Innovation Leader. Ein drittes Beispiel, das ich anführen möchte und das heute auch schon besprochen wurde, ist die Infrastruktur jetzt als Sektor. Da sagt der World Competitiveness Report bei der Untersuchung von 140 Ländern, dass wir bei der Infrastrukturqualität Österreich unter 140 Ländern an neunter Stelle ist. Das macht etwas aus. Wir sind wirklich gut bei Energie- und Verkehrstechnologien. Der Herr Bundesminister Leichtfried hat schon angeführt, 30 Milliarden werden in den nächsten Jahren hier investiert. Wir haben eine relevante Industrie, wir haben hervorragende Infrastrukturunternehmen, ÖBB, ASFINAG, Verbund, wie sie alle heißen, die auch bei uns, und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, bei uns funktionieren die Dinge, die erleichtern ja das Leben. Bei uns funktionieren die öffentlichen Verkehrsmittel, es funktioniert die Müllabfuhr, wir haben ein hervorragendes Wasser, wir sind einfach hier ein Vorzeigeland und haben eine enorm hohe internationale Glaubwürdigkeit in dieser Frage. Eine Ebene erlauben Sie mir noch, das ist nur ein Bild, das ist die Industrie, auch schon angesprochen, eine sehr hohe Industriequote, auch die weit überdurchschnittlich zu Europa. Auch schon gesagt worden von Markus Matterbauer, dass die Industrie dafür verantwortlich war, dass wir gut durch die Finanzkrise gekommen sind, vergleichsweise gut. Lassen Sie mich noch eine Lanze brechen für das kombinierte Denken von Forschung, Entwicklung und Produktion. Wir reden sehr viel von Forschung und wie wichtig Forschung ist, stimmt, das ist wichtig, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Wir brauchen nur jedenfalls die Produktion am Standort. Die Beschäftigung letztlich liegt in der Produktion und in den produktionsnahen Dienstleistungen. Und insofern sozusagen müssen wir das als Dreigestirn denken, Forschung, Entwicklung und Produktion. Ich bin gleich fertig. Wir haben damit aber auch mit dieser industriellen Basis eine hervorragende Ausgangsposition für solche Dinge wie Industrie 4.0. Und der Herr Bundesminister Leichtfried hat auch die AWS beauftragt, dass wir hier auch schauen, dass nicht die Schwächsten bei Industrie 4.0 auf der Strecke bleiben. Die niedrig qualifiziert sind heute, das wissen wir, dass sie natürlich vor besonderen Herausforderungen stehen. Wir haben eine eigene Förderschiene, die wir ab Herbst anbieten werden, wo wir die Unternehmen unterstützen, wenn sie speziell niedrig Qualifizierte unterstützen wollen und qualifizieren wollen, um Industrie 4.0 voranzutreiben. Nur ein Wort zu Förderungen. Wie wirken Förderungen? Wir messen das eigentlich immer daran, wie hoch ist der eingesetzte oder wie viel privates Geld wird investiert für einen Fördereuro. Und das ist in Österreich super. Bei uns ist das Verhältnis 1 bis zu 8 Euro, die dann privat investiert werden. Ein Fördereuro bedeutet bis zu 8 Euro private Investitionen. Und dass Österreich das Förderland Nummer 1 ist, zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Das ist eine komplizierte Grafik. Das Wichtige ist, dass wir da ganz oben stehen. Alle Expertinnen und Experten sagen, Österreich hat die besten Rahmenbedingungen für Förderungen in Österreich. Wir sehen uns sozusagen als Risikopartner für die Unternehmen, wenn sie ihre Innovationen durchführen. Und
es kristallisiert sich ja eh immer auf das zusammen, es geht darum, gute Jobs zu schaffen, Jobs, von denen die Menschen leben können. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, da passiert einiges. Ich darf noch einmal auf den Beschäftigungsbonus hinweisen, der, von dem sich die Politik und auch wir viel, viel, viel erhoffen. Und wir haben hervorragende Unternehmen, wir haben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir versuchen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass es wirklich möglich ist, stolz gemeinsam auf das Erreichte und auf die Zukunft, wo wir noch vieles gemeinsam erreichen werden, stolz sein können. Es ist immer die Entscheidung von jedem Einzelnen, ob man das Glas halb voll oder halb leer sieht. Ich plädiere jedenfalls für halb voll. Vielen Dank.